in den Jahren 1904 bis 1910, als Friedrich August III. Sachsens Krone trug und Otto Beutler Oberbürgermeister war, haben Dresdens Bürger zu Nutz und Ehr der Stadt dieses Haus erbauen lassen. Gott schütze es. Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sehr geehrte Abgeordnete des Dresdner Stadtrates, sehr geehrte am Bau Beteiligte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, liebe Gäste unserer Stadt. Wer saniert, erlebt Überraschungen. Manchmal positive, wie den Fund einer noch in Teilen vorhandenen Inschrift, die ich eingangs gerade zitiert habe und die so wunderbar zum Abschluss der Arbeiten am neuen Rathaus passt. Wer saniert, erlebt aber manchmal auch weniger erfreuliche Überraschungen. Denn in drei Etagen fanden die Fachleute Decken vor, die aus der Wiederaufbauzeit des Rathauses nach dem Zweiten Weltkrieg stammten und so durchgingen, dass einem geplanten Brandschutz- und Dachsanierung eine Komplettsanierung wurde. Rückschläge, Herausforderungen, Abwägungen. Jetzt sind sie Geschichte. Denn heute dürfen wir mit großer Freude nach knapp fünfjähriger Bauzeit feiern, dass die Sanierung des Ostflügels und Teile des Südflügels fertiggestellt ist. Herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Ein Gebäude wie das neue Rathaus, das vor etwas mehr als 100 Jahren errichtet wurde, gleicht einem Geschichtsbuch zum Anfassen. Durch seine sich wandelnde Architektur, seine Schicksalsschläge wie die Bombardierung im Zweiten Weltkrieg und seine Anpassungen an die Zeiten und ihre Umstände. Dieses Geschichtsbuch liest sich wie ein spannender Roman, in dem unterschiedliche Stile und Zeiten ineinander verwoben sind. Dank der akribischen Arbeit der Denkmalpflege und des Hochbauamtes können wir auch heute nach der Sanierung des Bauabschnittes die wechselvolle Vergangenheit des neuen Rathauses am Gebäude selbst nachlesen und ein neues Kapitel Rathausgeschichte aufschlagen. Sehr verehrte Damen und Herren, einen solchen Bau zu realisieren, Bausubstanz, Statik, Haustechnik, Elektroversorgung, Datentechnik, Heizung und Lüftung auf den Stand der Technik zu bringen, gleichzeitig aber die hohen Auflagen des Brandschutzes und des Denkmalschutzes zu berücksichtigen, das ist eine Herkulesaufgabe. Anders als in der griechischen Mythologie löste nicht ein Held alleine alle Aufgaben. Deshalb sage ich allen, die an der Sanierung mitgewirkt haben, gebührt hoher Respekt und mein aufrichtiger Dank. Danke sage ich meiner Amtsvorgängerin Helma Ores und dem damaligen Stadtrat. Gemeinsam haben sie dieses für Dresdens Stadtverwaltung zukunftsweisende Projekt auf den Weg gebracht. Danke, sage ich meinem Bürgermeisterkollegen Hartmut Vorjahn und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hochbeamtes unter der Leitung von Markus Lenhardt und Kai Ullmann. Danke, sage ich den Gewerken und Planern. Danke, sage ich allen, die in den letzten Wochen für die Fertigstellung des Sanierungsabschnittes und Ausgestaltung des heutigen Tages gesorgt haben. Danke, sage ich denen, die mit Rücksichtnahme und Geduld die Begleitumstände einer solchen Großbaustelle ertragen und mitgetragen haben. Liebe Dresdnerinnen und Dresdner, mit der Sanierung des Ostflügels findet der Stadtrat und Teile der Verwaltung ihre alte Heimatstadt wieder, die nun nicht nur brandschutztechnisch sicher, sondern zugleich auch funktional und ansprechend gestaltet ist. Wir haben beste Voraussetzungen für eine moderne Verwaltungsarbeit geschaffen, aber auch ein saniertes Rathaus ist nur so viel wert, wie es tatsächlich genutzt wird. Und damit meine ich nicht nur die Angestellten und den Stadtrat. Auch von Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wünsche ich mir, dass Sie das Rathaus rege nutzen. Und deshalb sage ich heute schon einmal danke für Ihr Interesse an unseren städtischen Themen und Ihre rege Beteiligung an der Entwicklung unserer Stadt. Sehr geehrte Damen und Herren, im Anschluss an
die feierliche Eröffnung mit einem Sektempfang im Obergeschoss lade ich Sie herzlich ein, die sanierten Räume und Säle im Ost- und Südflügel zu erkunden. Tafeln und Schilder weisen Ihnen den Weg. Nutzen Sie unsere Führung und die Gesprächsangebote der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und aller Fraktionen des Dresdner Stadtrates. Ausführliche Informationen zum heutigen Tage finden Sie in einem Faltblatt, das Ihnen gleich die Mitarbeiterinnen des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aushändigen werden. Bleiben wir als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt nun noch die ehrenvolle Aufgabe, das Gebäude zu öffnen und es seiner Bestimmung zu übergeben. Und wie wäre das besser möglich, als mit dem dazugehörigen historisch goldenen Schlüssel gefertigt zur Grundsteinlegung des neuen Rathauses 1905.